Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder da seid. Ich muss sagen, ich bin schwerstens angetan. Es ist richtig, richtig gut. Mir gefällt die Story jetzt schon. Ich weiß nicht, was sich daraus entwickeln wird. Bioscanner. Sam, I've got the sample. Looks normal. Okay, good. Send it up ASAP. The cargo rocket should be on your HUD. Will do. Signal location uploaded to PDA. Ja, DL-Station, seht ihr das? Na gut, dann kann ich den Beacon nachher wenigstens wieder einsammeln. Aber nice. Wo ist mein Pod? Da hinten. Kaufen wir jetzt noch ein Lenkrad? Warum nicht? Wenn es dir hilft beim Fahren? Wieso solltest du es nicht tun? So, habe ich irgendwas, was ich schon mal hier noch umlagern kann? An Ressourcen? Titan. Ja, das Schlimmste ist, ich bin echt schon wieder fast voll, ne? Irgendwas Neues, was ich bauen kann? Ne, wahrscheinlich nicht. Eine Stasis Rifle könnte ich noch bauen, sicherheitshalber. Aber da fehlt es mir ein Magnetit. Und hier habe ich eigentlich alles zusammen. Ja. Dann. 3, okay. Wir haben noch ein Titan hier raus. Dann geht ein bisschen Gold hier rein. Und Schwefel. Und dann baue ich mir für draußen noch einen weiteren kleinen Locker. So. Auch sehr lustig, dass mir die beiden kleinen Drop-Pods jetzt hier angezeigt werden. Naja, okay. Supply-Drop raus. Cargo-Rocket. Ja, den kann ich drauf behalten. Sehr schön. Dann setzen wir das nächste Packet hier mal hier ab, ne? Komm, direkt dazwischen. So, da geht rein. Gold, Schwefel, Silber. Lol. Leere Batterie. First Aid Kit. Die sind. Ja, komm, ein First Aid Kit. Healing Shield. Ja, das brauche ich auf jeden Fall nicht. Aber krass. Ich war gespannt, was wir da umsetzen. Ja, gut. Auf geht's zur DL-Station. Darf ich den Link posten? Ganz vergessen. Was für ein Link, Ben? Also, entweder A. YouTube und Twitch-Links sind alle frei. Wenn es weder YouTube noch Twitch ist, müsstest du es einmal einen Mod schicken. Und der überprüft den Link dann und dann tut er den posten. Ich finde die Biome schon. Okay, wir haben also bisher so zwei, naja, drei Biome, wenn wir das Startbiom rausnehmen. Oder mitrechnen. Hier diese komischen Bridges und dieses eine. Nochmal eine DL-Station da hinten. und diese komischen Creepvines, wo wir einmal gestorben sind. Oh ne, viertes Biom. Genau, hier, da auch noch. Die, das hier, bei dem ich nicht weiß, was die Schlote sollen. Aber ich tippe, dass es hier wärmer sein wird dadurch. Ich habe noch keine Ahnung, was hier ist. Was ist irgendwo? Uff. Magnetit? Da sei aber nicht nein. Und ich sagte eben noch, ich habe noch keine Ahnung, wo es Magnetit gibt. Doch, habe ich jetzt. Blei gibt's hier auch. Nice. Nettes Biom. Hier. Diamanten. Ich werde nicht mehr. Diamanten waren sonst immer in hoher Tiefe erst. Weil der Druck die dazu gemacht hat. Nette Gegend. Gefällt mir. Ja, das war halt die DL-Station, weil da eine Rakete war. Ich wusste, wie wir das Ding einfach nennen. Also haben wir sie DL-Station genannt. Die finde ich natürlich auch heiß, ne, die Kollegen. Die Rock Smasher. Ja. Oh, unfreundliches Etwas. Ich nehme mir gleich in die Fresse.
Ne, weil hier konnten wir rausgehen. Aber ist okay, wir können den Beacon wieder einsammeln. Ja, die Diamantensuche war echt doof, ne? Sag ja, weil die so schwer war. Also du musstest halt erst sehr, sehr spät Diamanten bekommen. So. Frage. Ich wette, an dem kann man sich nachher wärmen, weil wenn ich zu nah rangehe, kriege ich Schaden. Aber ich glaube, die tun nachher hier wärmen. Die sehen so aus wie diese typischen, wie heißt das denn? Tauchsieder oder so, ne? Tauchsieder sind das. Ja, ich meine, das sind Tauchsieder. Haben so ein bisschen Ähnlichkeit davon. So eine Heizspule. So, hier oben war meine Base. Und meine Rocket Station. Mich wundert übrigens, dass das Ding hier unten angezeigt wird, obwohl er da oben ist. Weil den Beacon hatte ich definitiv da oben drauf gesetzt. Jetzt sag mir nicht, der ist runtergefallen durch die Wände. Das fände ich jetzt extrem scheiße, wenn dem so wäre. Muss ich hier hinten raus, ne? Glaube ja. Runtergeschmolzen, Beacon. Ich glaube nicht, dass der sich runterschmelzt. So, und jetzt vor allem bin ich ja mal gespannt. Ich habe ewig gebraucht, um eine Multipurpose Room scannen zu können. Hab's dann aber trotzdem hinbekommen. Ich weiß gar nicht, ob es gedacht ist oder nicht. Ich check jetzt nämlich nochmal aus, ob ich's kann. Also verschiedene andere Dinge noch scannen, die ich vielleicht... Fabrikator habe ich auf jeden Fall noch nicht benutzen kann. Hier wird mir auch nichts mehr angezeigt zum Scannen. Schade eigentlich. Lass mir die Tür auf. Was soll schon passieren? So, jetzt bin ich echt gespannt. Ich habe den Beacon nämlich ganz bewusst vorne rechts hingesetzt. Das würde bedeuten, genau hier hatte ich das letzte Mal den Beacon hingesetzt. Genau hier. Der ist jetzt nach unten gefallen. Ja, okay. Müssen wir nachher den Beacon suchen. Ach, warte mal, wir sollen ja die Data senden, ne? Hier. Requested Item. Und nu? Oh. Wo ist denn die Station? Da oben. Schon fast durch? Nee, das ist Early Access. Payload inbound, Vesper. Understood. If anything's wrong, we'll come get you. Nein, mein Titanit ist noch drin. Hey, why not take a couple days R&R up here anyway? Why don't you take a jaunt down here? Remind yourself that life comes in colors besides white, off-white and gray. And temperatures below zero? No thanks. But speaking of freezing to death, if you're staying on the ice, you'll need transport. You're trusting me with a snow fox? Ooh. If I can find a version of the truth that authorizes it. You're amazing. If you're listening, Altera, she's amazing. Promote this person. Sorry, you're breaking up. Love you! Now what? Ich habe immer noch kein Tool zum Bauen. Lol. Ich kann das Ding bauen. Brauch dafür Titanit. Hier. X-Charger. Ich kann da einfach noch was reinsetzen. Ja. Und nu? Durch dieses riesen Areal da, ne? Mir fehlt halt immer noch die Möglichkeit zum Bauen. Und das hätte ich ganz gerne. Das Tool. Binningfisch. Die Rebreather haben wir schon zusammen. Und mir fehlt das Building Tool. Und hier. Multipurpose Room. Da bin ich ganz stolz drauf. Den habe ich schon. Darum hätte ich ja gerne was. Damit mir zumindest mal irgendwas selber basteln kann. So eine Ausgangsbasis oder sowas.
Ja, das ist mein Fallschirmsymbol. Das ist meine erste Basis. Also das heißt mein Emergency Pod. Sagen wir es mal lieber so. Erste Basis wäre auch übertrieben. Geronimo! Oh, das war ein Flachkörper. Was ist das, ein Flachkörper? Okay. Meine DL-Station befindet sich 500 Meter ja, unter Wasser, unter Erde. Was bist du da hinten? Seht ihr es? Grafikbad? Was bist du? Ich glaube, hier vorne, das scheint auch die Schneekante oder Grenze zu sein. Kann das sein? Hier, pass mal auf, wenn wir jetzt aufgehen. Hier. Das hier scheint das zu sein, wenn ich abtauche. Vor allem, wo bin ich gerade? Vor allem, was mache ich jetzt? Oh, dich kenne ich! Ein Stalker aus dem ersten Teil. Jetzt bin ich auf Nüsse. Verlierst du auch Zähne? Die brauche ich für die Kuppen, ne? Ich werde nicht meckern, aber ich glaube, hier hängt was. Das sieht nach einem komischen Areal aus. Okay. Sieht noch sehr leer aus. Meinst du, ich hab's jetzt durchgespielt aktuell? Nee, oder? Auch kein Building-Tool, nichts. Ich weiß nicht, wie weit aktuell der Early Access geht. Geht das Ding nochmal auf? Freunde, euch kenne ich alle noch. Komm noch her. Rebel Ray! Und das meine ich, ne? Das macht so echt teilweise die Stimmung raus von Subnautica. 30 seconds. Hört ihr das? Als wäre da unten etwas. Ja, aber wir spielen es ja noch nicht mal 4 Stunden. Und ich habe nicht mal ein Building-Tool. Und da vorne ist die Eisgrenze. You lied to your master. Oh, hi. Yeah, Altair was listening. I covered our ass. And she's my sister, not my master. You do not trust your sister. Are you... Can you read my thoughts? Do humans think? Listen, I am thrilled to meet you, and I would love to help you, but you need to get out of my head. If you will not return me, you must release me to another vessel. Love it. How? I am uncertain. Your brain is restricted. I will inform you when I process the data. I'll keep Altair off our backs till then. You were more polite when we met. Yeah. Process that. I will try. Großartig. Eine Stimme im Kopf. Genau das, was ich brauche. So, was ist das hier für ein Areal? Es sieht äußerst unfreundlich aus und ich... Mein Scanner findet es auch nicht geil. Aber das ist ja auch wieder was, ne, du? Hört ihr das? Dies Dröhnen? Was zum heiligen Bimbam ist hier? Fancy. Alles klar. Ruby! Geh weg. Quarz. Das hier die geilen Jeans vom letzten Mal auch noch. Nice! Elemente aus dem ersten Teil. Richtig hoch dann. Blueprints von Elvis. Das Problem ist, da war gerade irgendwas mit Tentakeln. Ich
bin kein großer Freund von irgendwas mit Tentakeln. Was zum Fick ist das wieder? Oh Gott! Ich brauche eine Batterie. Danke. Ich habe hier extrem schlechte Sauerstoffversorgung. Was für ein geiles Areal schon wieder. Und das hier auch, ne? Richtig cool mit den Seerosen. Strom leer, tot. Hammer. Aber ich habe da eben irgendwas mit Tentakeln gesehen. Das hat mir viel mehr Sorgen gemacht, als ihr glaubt. Oh, großartig, wenn du dieses Unbekannte wieder hast. Was zum Fick ist da mit großen Tentakeln lang geschwommen? Jetzt hat er Ersatzbatterien. Natürlich, er ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich Subnautica spiele. What the fuck? Das Areal wird auf jeden Fall noch aufgefüllt werden. Weil da werden die es nie nebenbei belassen. Quarz, nee. Gelsäcke habe ich schon. Ich meine, ich werde tatsächlich nur ein, zwei von einsacken, aber trotzdem. Ruby! Oh Gott! Und Jelly Mushroom! Yay! 400 Meter. Ich gehe eigentlich wahrscheinlich gleich drauf, technisch. Oh, geil. Ja, Hammer! Jelly Shrooms! Ich habe gleich nur ein Riesenproblem. Dieses Riesenproblem heißt Sauerstoff, meine Freunde. Was zum Fick bist du? Okay, unbekannte Ressource. Nice. So, wir werden jetzt trotzdem nochmal aufsteigen, denn ich fürchte, mir geht's hier gleich an den Kragen. Seek Fluid Intake. Flüssigkeit, ob du es glaubst oder nicht, ist gerade meine geringste Problematik. Genau das ist nämlich meine größte Problematik. Es ist zu tief. Ich bräuchte ein Instrument, mit dem ich tiefer tauchen könnte. Ja, Leute, ich glaube, das wird ein solider Rip. Oh Gott. Das wird ein harter Rip. Oder nicht? Ich glaube, das haut hin. Okay. Ich will das erkunden, verdammte Axt. What the? Ist das ein Sea Emperor? Das ist ein Sea Emperor. Was macht der Sea Emperor hier? Hey, hallo, wir sind Freunde aus dem ersten Teil. Ist du ernsthaft die Stalker? Leute, ist die Stalker. Wir sind Sea Emperor. Hallo, red mit mir. Wir sind Freunde. Boot bauen? Ich habe ja noch kein Crafting-Tool. Das ist ja mein Problem. Nein, wie geil. Placeholder. Sam, Robin, you might be down. Ascending down a building tool so you can make yourself a home. Nice. Okay, Leute. Du rapst dich gleich mit seinen Tentakeln? Nee, aber wir kriegen Building Tool. Endlich können wir bauen. Ja, tauch tiefer. Nee. Hast ja gesehen, dass das gerade nicht so eine gute Idee war. Außerdem sollten wir mal ein bisschen was trinken. Geil, wir können eine Basis bauen, Leute. Was bist du denn für ein Rohstoff? Kann dich noch nicht zuordnen. Vital Signs stabilizing. Contractor Goodall, come in. Why are you being cute? I have the CEO on the line. Oh. Goodall, this biosample you sent us? It bears no resemblance to your biometrics. I think... And the alien facility? It spoke your name? That's... What is happening down there, Goodall? I would ask your colleague, only he disappeared. I... Silence! Where is the other one? Here, sir. If you mean to make Vice President manage your people. Yes, sir. What is this, Biekwi? I said senor. Sir, if I could just... He's gone. Sam, I'm sorry. I've been stuck in middle management since I graduated. I know. I'll try harder. I have to go. Okay. Der CEO scheint nicht not amused zu sein. Was für ein Areal sind wir denn hier gerade? Vor allem der Dropport. Ich brauche diesen gottverdammten Dropport. Ich kann endlich eine Basis bauen. Oh ne, du bist zwar cool, aber
Wir haben die letzten Male echt ernsthafte Probleme gehabt, mein Freund, ne? Ah, Silber, okay, kann man mal hier. Ne, das war nicht so geil, als du mir mal ein paar in die Fresse gehauen hast. Nice. Okay, da, und vor allem, wir haben einen Multipurpose-Room, ne? Endlich können wir die Scheiße mal selber bauen. Okay, was ist hier? Hier ist eine Spalte. Eine tiefe Spalte. Eine richtig tiefe, tiefe Spalte. Ich meine, wir haben Jelly Shroom Forest gefunden. Jelly Shroom gefunden, ne? Das ist einfach eine tiefe Spalte, die noch tiefer geht. Ne, die einfach gar nichts geht. Okay. Doch, da geht die tiefer. Da ist noch irgendwas. Seht ihr es? Hier haben sie den Bereich ordentlich abgezapft. Aber irgendwo hier rechts muss noch was sein. Folge ist leider vorbei, liebe Freunde. Das heißt, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge mit dem Building Tool. Macht's gut, euer Slideshow.